So ihr Lieben, grüßt euch. Ich habe mir wieder mal eine gute Location hoffentlich ausgedacht. Ich hoffe, der Wind stört die Tonaufnahme nicht zu sehr. Ja, blau wie das Meer, geht es um das Thema Marvel Card, die blaue Karte. Ich hatte einen Kommentar gehabt, der mich gebeten hat, da doch mal bitte Bezug drauf zu nehmen. Das werden wir hiermit tun. Ich hatte das zwar schon mal thematisiert, wir werden das aber jetzt ein bisschen ausführlicher hoffentlich machen. Ich versuche es so kurz und knapp wie möglich zu halten. Und zwar, viele Deutsch-Türken, Türk-Deutsche leben in Deutschland und sind natürlich davon betroffen. Deswegen denke ich mal, ist es nicht so unwichtig, dass wir uns dem Thema mal ein bisschen widmen. Was ich sehr, sehr bedauerlich finde, ist die Tatsache, dass viele Leute sich damit überhaupt gar nicht auskennen. Ich meine, ihr kennt die Aufenthaltsbestimmungen in Deutschland, ihr wisst, wann ihr euer Visum bzw. euer Aufenthaltstitel in Deutschland abläuft. Ihr wisst, dass ihr einen türkischen Pass habt, ihr kennt das Ablaufdatum, aber ihr habt keine Ahnung, teilweise erschreckend, wie es hier in der Türkei läuft, was für Rechte ihr habt, was für Pflichten ihr habt, ob es Vorteile gibt, ob es Nachteile gibt, für wen sie eigentlich ist und was das Auswärtige Amt über Leute sagt, die im Ausland leben, also Deutsch-Türken. Sehr interessant, die Ansichten, da kommen wir im Nachgang zu. Ich fand es mega spannend. Also, maximaler Mehrwert, ihr könnt gespannt sein, bis nach dem Intro. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Erst nochmal vielen lieben Dank an die neuen Abonnenten, dass ihr den Kanal auf die 18.000 gepusht habt. Macht weiter, nächstes Ziel, die 19.000 und danach die 20.000. Also teilen, Kanalmitgliedschaft abschließen, abonnieren und fleißig kommentieren. Gebt mir Input, dann gebe ich euch entsprechend auch den Output. Das ist keine Einbahnstraße, deswegen machen wir das gemeinsam, würde ich sagen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Was ist die Marvel Card überhaupt? Ich habe euch das in den Shownotes entsprechend unten verlinkt. Also ihr könnt es auf Deutsch übersetzen oder in der türkischen Originalfassung könnt ihr euch das gerne ausführlich im Detail durchschauen. Wir gehen jetzt auf ein paar Eckpunkte ein, die meiner Meinung nach die wichtigsten sind. Vereinfacht gesagt handelt es sich einfach um das offizielle Dokument, dass Personen, die von Geburt an türkischer Staatsbürger gewesen sind, aber ihre türkische Staatsbürgerschaft abgegeben haben, aus irgendeinem Grund als Ausweisdokument verwenden können. Muss man oder kann man sich registrieren lassen dafür? Ja, definitiv, das kann man. Wie gesagt, in den Shownotes ist alles detailliert beschrieben, wie das Ganze läuft, welche Gesetzesgrundlage es dafür gibt. Welche Rechte haben Marvel-Card-Inhaber? Ich denke mal, das ist der wichtigste Punkt, wo es auch irgendwie die meisten Missverständnisse kurioserweise gibt, weil man sollte schon wissen, welche Rechte man hat und ob das Ganze für einen überhaupt in Betracht kommt und sinnvoll ist. Diejenigen, die von Geburt türkische Staatsangehörige waren, aber ihre türkische Staatsangehörigkeit durch die Ausreisegenehmigung verloren haben und deren Nachkommen genießen weiterhin die gleichen Rechte, die türkische Staatsangehörigen gewährt werden, mit aber einigen Ausnahmen. Um welche Ausnahmen handelt es sich hierbei? Es gibt kein Wahlrecht, also man kann nicht an der Wahl teilnehmen, man kann sich nicht zu einer Wahl aufstellen lassen, also ihr könnt jetzt nicht als Bürgermeister, Gouverneur, Kaimakan oder Cumhurbaşkan, okay, das ist ein langer Weg bis dahin, könnt ihr euch nicht aufstellen lassen. Dieses Recht habt ihr definitiv nicht. Kein Recht zur befreiten Einfuhr von Fahrzeugen. Ihr könnt auch keine wesentlichen und unbefristeten Positionen im öffentlichen Dienst bekleiden. Das geht in die gleiche Richtung. Also ihr könnt beispielsweise jetzt nicht leitender Kommandeur der Gendarme oder sonst was werden. Ihr könnt diese öffentlichen Einrichtungen für staatliche Seite, für den Staatsdienst, nicht damit ausführen. Was ihr jedoch könnt, ist als Arbeitnehmer, als Zeitarbeiter, als Vertragskräfte in öffentlichen Einrichtungen. Es gibt ja quasi Dienstleister, zum Beispiel Özel Güvenlik. Beispielsweise ist es nicht in allen staatlichen Einrichtungen so, dass sie eigene Sicherheitskräfte haben, beziehungsweise dass die Polizei, die Gendarme oder sonst irgendjemand dort nach dem Rechten schaut. Meistens wird das über Özel Güvenlik gemacht, also private Sicherheitsdienstleister, die aber für die öffentlichen Einrichtungen arbeiten. Das könnt ihr machen, das ist ein normaler Job. Ihr seid da nicht am Staat eingestellt, sondern arbeitet für eine private Firma. Das könnt ihr machen. Ihr habt des Weiteren gar kein Problem mit der Aufenthaltsdauer. Ihr geltet in dem Zusammenhang wie ein türkischer Staatsangehöriger. Ihr könnt unbefristet arbeiten, ihr könnt unbefristet bleiben. Wer profitiert von der Marvel Card? Okay, im Prinzip jeder, der sich dafür registrieren lässt. Und gibt es Nachteile?
Außer dass ihr registriert seid und die Türkei weiß, dass ihr eine Mavi-Card habt und gewisse Rechte genießt, habt ihr meiner Meinung nach keine weiteren Nachteile oder Einschränkungen. Im Gegenteil, ihr habt eigentlich nur Vorteile. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr das machen möchtet und euch keine Gedanken um Aufenthalt machen wollt, dann beantragt die Mavi-Card. Zu Nachteilen müsste man vielleicht sagen, ihr seid dann verpflichtet, der Türkei alle möglichen Änderungen mitzuteilen. Also beispielsweise, wenn ihr heiratet, wenn ihr euch scheiden lasst, wenn ein Kind geboren wird, dann müsst ihr das der Türkei mitteilen. Entweder ihr macht das hier vor Ort, wenn ihr mal auf Urlaub hier seid oder ausgewandert seid, wie auch immer. Oder ihr kennt die Stellen, müsst ihr halt zum türkischen Konsulat gehen und das machen. Ich weiß, die Türken nehmen das nicht so genau mit Meldepflichten. Die halbe Bevölkerung ist am 1. Januar geboren, ich weiß, alles gut. Nur der haltet immer im Hinterkopf, das sind vielleicht Nachteile. Wenn ihr dann irgendwie einreist, wir hatten den Fall auch schon, dann kamen sie mit einem Kind, das war dann schon fast volljährig und haben es der Türkei niemals gesagt, dann kann es sein, dass euch Unannehmlichkeiten, blöde Fragen oder auch vielleicht eine Ordnungswidrigkeitsstrafe droht. Aber wie gesagt, die Strafen sind hier nicht so drakonisch, also deswegen take it easy. Kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wie beantrage ich denn die Mavi-Card überhaupt? Ihr könnt das aus dem Ausland machen, bei den ausländischen Behörden. Ihr braucht nur euren ausländischen Reisepass. Passbilder, zwei Stück, biometrisch müssen sie sein, meines Wissens nach. Und dann geht das. Wir hatten das damals hier gemacht. Wenn ihr in der Türkei seid, könnt ihr wirklich auf dem kurzen Dienstweg machen. Ihr könnt dazu beim Nüfus Müdürlüğü gehen. Das ist auf Deutsch ja sowas wie Einwohner, Meldeamt, Einwohner, Behörde, Direktion für die Bevölkerung halt. Da könnt ihr das machen. Wir hatten das damals vor 5-6 Jahren für jemanden gemacht. Das war sehr, sehr unkompliziert. Sie hatte einfach nur ihren, nicht Reisepass, wie heißt es, Personalausweis gehabt. Den hat sie hingelegt. Bilder mussten wir machen. Haben wir natürlich gemacht. Dann haben sie so Abgleichfragen gestellt. Wie heißt die Tante von der Vaterseite? Wie heißt der Onkel und das Kind? Weil die sehen das im System, um quasi die Identität zu bestätigen. Dann wurde die direkt ausgestellt. Die ging an zwei Schreibtische weiter an den Müdür. Der Müdür hat die einfach nur unterschrieben, einen Schreibtisch weitergegeben. Die wurde laminiert. Damals gab es noch diese plastiklaminierte Karte. Ihr kennt die sicherlich. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Und auch die neuen, die sehen natürlich schicker aus, ist klar. Und dann habt ihr die dann direkt. Ich denke mal, die neuen werdet ihr nicht direkt bekommen. Dann wird es ein bisschen länger dauern. Kann mein Kind auch die Mavi-Card beantragen? Ja, das würde ich in jedem Fall machen. Euer Kind kann ganz normal, es ist der türkische Abstammung, auch wenn es direkt schon bei Geburt in Deutschland den deutschen Pass bekommen hat. Streiche deutschen Pass, jetzt der Pass der BRD. Ihr könnt auf dem gleichen Weg wieder Bilder machen, wieder der gleiche Weg wie beim Erwachsenen auch. Es gibt eine Kinderkarte bis zum 18. Lebensjahr und ab dem 18. Lebensjahr gibt es dann halt die normale Karte. Ähnlich wie das mit dem Personalausweis in der Türkei auch, in Deutschland auch ist. Bin ich verpflichtet, die Mavi-Card ständig mit mir rumzuführen? Also in Deutschland sowieso nicht. Deutschland hat mit der Mavi-Card nichts zu tun. Das ist eine Sache der Türkei. Du bist nicht verpflichtet, die Mavi-Card ständig mit dir rumzuführen, aber ein Ausweisdokument halt. Den deutschen Reisepass oder Personalausweis, wie auch immer. Allerdings hat es Vorteile unter Umständen, wenn du die Mavi-Card halt trotzdem hast. Weil es gibt einige Einrichtungen, ich hatte es schon mal gesagt, wo es dann für Staatsangehörige oder Mavi-Card-Inhaber andere Tarife, andere Preise gibt. Ich weiß, in den letzten Video, wo ich das gesagt habe, von wegen Abzocke, wo ich das ins Fragezeichen gesetzt habe, habe ich viele Kommentare gekriegt, von wegen, dass sie das nicht gut finden, dass die Ausländer mehr bezahlen. Leute, die Ausländer zahlen nicht mehr. Die Ausländer zahlen den regulären Preis. Staatsangehörige und Mavi-Card-Inhaber, die in dem Zusammenhang gleichgestellt werden, zahlen einen ermäßigten Preis. Ja, das kann man so oder so sehen. Ja, und ich sehe das gerne so, weil keiner von euch würde irgendein Wort sagen, wenn Kinder weniger zahlen. In Schwimmbädern zahlen Kinder nur die Hälfte. Bei Flügen zahlen ältere Leute über 65 auch einen ermäßigten Preis. Es ist im Umkehrschluss nichts anderes. Die Ausländer zahlen den regulären Preis, die Einheimischen zahlen einen ermäßigten Preis, okay? Dient die Mavi-Card als Ersatz für einen Personalausweis oder Reisepass, wenn ihr hier seid? Ja und nein. Also wie, ja und nein deswegen, die Mavi-Card genügt als Ausweisdokument innerhalb der Türkei schon, aber sie genügt nicht zum Grenzübertritt. Da müsst ihr logischerweise dann entsprechend den Pass haben. Wie gesagt, die Mavi-Card ist eine besondere... Ja, eine besondere Geschichte, eine Zwitterlösung halt. Dennis, was meinst du damit, was ist eine Zwitterlösung? Es ist so eine,
gefuschte Lösung, sage ich mal, um die Rechte zu bewahren und den Wiedereintritt, wenn man es denn möchte, in die türkische Staatsangehörigkeit zu beschleunigen und zu vereinfachen. Deswegen der ausgewählte Personenkreis, türkische Abstammung, die haben dann einen vereinfachten Zugang, die türkische Staatsangehörigkeit wieder zu erwerben. Warum gibt es die Mavi-Card? Ich habe euch da auch den entsprechenden Text zu verlinkt. Die ist logischerweise, wie ihr es mittlerweile schon erkannt habt, für im Ausland lebende türkische Staatsbürger. Und das Auswärtige Amt sagt dazu Folgendes. Die Gesamtbevölkerung der im Ausland lebenden Türken beträgt mehr als 6,5 Millionen Menschen, von denen etwa 5,5 Millionen in westeuropäischen Ländern leben, zusammen mit unseren 3 Millionen Bürgern, die endgültig nach Türkei zurückgekehrt sind, gibt es ein weitreichendes Immigrationsphänomen, das eine Bevölkerung von etwa 9,5 Millionen Menschen betrifft. Die Erfüllung der Bedürfnisse und die Lösung der Probleme dieser Gemeinschaft, die eine der wichtigsten Dimensionen unserer Beziehungen zu den westeuropäischen Ländern darstellt, wird als einer unserer außenpolitischen Prioritäten definiert. Also es wird gesagt, kurzum, es gibt fast 10 Millionen Menschen und die Beziehungen, die außertürkischen Beziehungen, sind dem Auswärtigen Amt besonders wichtig, was auch vernünftig und förderlich ist. Konzept der Integration und aktiven Beteiligung. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass Einwanderer die kulturelle Vielfalt und den Reichtum einer Gesellschaft, in der sie leben, bereichern. Also so sieht das Auswärtige Amt da. Integration und Teilnahme ist ein beidseitiger Prozess, bei dem neben den Einwanderern auch die Aufnahmeländer die Verantwortung zukommt, die Politik zu schaffen, die die Teilnahme fördert und unterstützt. Es ist unser Ziel, dass die Mitglieder der im Ausland lebenden Türken aktiv in sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben der Gesellschaften, in denen sie leben, teilhaben, ohne ihre Bindungen zu ihrem Vaterland, ihrer Muttersprache und ihrer Kultur zu verlieren und als wohlhabende, erfolgreiche Menschen leben, die die lokalen Rechtsordnungen und Bräuche respektieren. Das ist die türkische Definition der im Ausland lebenden Türken. Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Rassismus und Islamfeindlichkeit. Es ist festzustellen, dass Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus, die nach dem 11. September mit der religiösen Achse und dem Antisemitismus neue Dimensionen erreicht haben, in letzter Zeit einen Aufwärtstrend verzeichnen. Die türkische Gesellschaft in Westeuropa stellt die Mehrheit der muslimischen Bevölkerungen und ist von diesen negativen Entwicklungen direkt betroffen. In den letzten Jahren haben fremdenfeindliche, rassistische und anti-islamische motivierte Angriffe zugenommen, insbesondere gegen unsere Bürger, die in westeuropäischen Ländern leben. Die Fälle von unseren Bürgern an diese Auslandsvertretung gemeldet worden, wurden von unserem Ministerium erfasst. Also das türkische Ministerium hat Kenntnisse von diesen Geschichten, wo Moscheen angezündet wurden und diese Islamfeindlichkeit, beispielsweise damals in Solingen. Die Türkei weiß um diese Missstände. Es ist wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger und die Medien eine verantwortungsvolle Haltung einnehmen, um Verständnis und Toleranz zwischen den Aufnahmegesellschaften und den Einwanderern zu schaffen. Bei jeder Gelegenheit wird betont, dass es wichtig ist, dass die politischen Entscheidungsträger und die Medien auf Äußerungen und Handlungen verzichten sollten, die Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Islamophobie verstärken könnten und das Vertrauen zwischen den Migranten und den Gesellschaften, in denen die Immigranten leben, gefördert werden sollte. Also ich glaube nicht, dass die deutschen Medien das so umsetzen, wie das türkische Auswärtige Amt das gerne hätte, leider. Bildung und Kurse der türkischen Muttersprache. Im Hinblick auf die aktive Teilnahme ist es von großer Bedeutung, Chancengleichheit, Bildungswesen zu schaffen, die türkischen Kinder die Möglichkeit bieten, ihre Muttersprache sowie Kultur und Geschichte zu lernen. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit der Bereitstellung eines türkischen Muttersprachunterrichts für die türkische Gemeinschaft aufmerksam verfolgt. Wenn unsere Bürger in einer globalisierten Welt sowohl Türkisch als auch die Sprache ihrer Länder, in der sie leben, beherrschen und zu gut ausgerüsteten Individuen werden würden, ohne dabei ihre Identität zu verlieren, würde dies unsere bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern weiter fördern. Aus diesem Zweck entsendet Türkei in diesem Zusammenhang mit den zuständigen Behörden der Länder, in denen unsere Staatsbürger leben, Lehrer und die türkische Sprache und Kultur unterrichten. Also ihr könnt euch das entsprechend durchlesen. Ich finde das sehr interessant. Es wird immer in Deutschen gesagt, ja, warum haben die denn Lehrer?
weil die Türkei, weil Türkiye auf Identität Wert legt. Und deswegen muss ich mich selber immer korrigieren. Im Sprachgebrauch benutzt man im Deutschen das Wort Türkei, aber in der Außendarstellung hat Tayyip Erdogan 2022 die öffentliche Begrifflichkeit von Türkei oder Turkey in Englisch auf Türkiye geändert, so wie wir das hier in der Türkei auch sagen. In diesem Zusammenhang hat Türkei auch einen Werbespot online gestellt. Ich zeige euch den, ich möchte euch den nicht vorenthalten. Hello, Türkiye! Also ihr habt jetzt gesehen, also Türkei zeigt Rückgrat und Türkei zeigt vor allen Dingen Selbstbewusstsein, Identität, Charakterstärke, weshalb ich auch stolz bin, ein Teil dieses Landes sein zu dürfen. Und jetzt natürlich die Frage, ja Dennis, das ist doch Blödsinn, warum sollte man das machen? Jetzt wird die ganze Welt gezwungen, Türkiye zu nennen, obwohl es in Englisch Turkey heißt. Nein, das ist Blödsinn, das hat damit nichts zu tun. Es geht um die negativen Assoziationen, die damit verbunden sind. Und zwar, Turkey im Englischen bedeutet Pute oder Truthahn. Das ist eine Fleischware. Und Türkei ist so selbstbewusst und emanzipiert, dass Türkei sagt, hey, wir wollen nicht mit einem Truthahn verglichen werden, obwohl es geschichtlich auf diese Perlhühner zurückgeht, die von den Osmanen in die ganze Welt exportiert wurden. Da hat das übrigens seinen Ursprung her, finde ich mega spannend. Deswegen finde ich gut, dass es Türkiye heißt und außerdem werdet ihr nicht gezwungen. Im Umgangssprache sagt man ja auch Türkei, hier im Land sagt man TC oder man sagt Devlet, der Staat. Also wie gesagt, wenn ihr es vollständig haben wollen würdet, dann müsstet ihr eigentlich sagen Türkiye Cumhuriyeti. Deswegen Türkiye ist schon vereinfacht. Ja, jetzt habe ich euch viel mega, mega Input gegeben. Ich hoffe, ich habe euch sehr helfen können. Lasst mich eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, in den Shownotes ist alles entsprechend verlinkt. Denkt bitte daran, den Kanal zu abonnieren, die Kanalmitgliedschaft abzuschließen, damit wir auch andere Content produzieren können. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich natürlich bekanntlich wie immer die Ehre. Ciao, Leute.